willkommen zur nächsten Episode von Strong Flex TV. Hier die nächste Tube Fitness Session. Ich zeige euch, wie ihr eure Oberschenkel Vorderseite dehnen könnt. Und zwar auf, ich nenne es mal elegante oder besser gesagt gesunde Art und Weise. Fast jeder kennt diese Variante hier. Was ist das Problem dabei? Ich muss mich ausbalancieren und unheimlich viele ziehen sich schlichtweg einmal einfach ins Hohlkreuz rein und merken auch nicht wirklich die Dehnung. Man könnte das relativieren, indem man sich zum Beispiel an die Wand anlehnt und indem man dann bewusst darauf achtet, sein Becken aufzurichten. Ich möchte euch eine andere Variante zeigen, die in der Hinsicht wesentlich geschickter ist. Wir gehen dazu auf den Boden runter, gehen mal hier auf die Matte in die Seitlage. Und dann zieht ihr das untenliegende Bein komplett zum Rumpf an. Was passiert jetzt? Das Becken richtet sich auf, ihr kommt nicht mehr ins Hohlkreuz und ihr werdet die Dehnung dann auch viel früher spüren. Dann nehmt ihr eure rechte Hand und fasst ans Sprunggelenk. Nicht an die Fußspitze, dann dehnt ihr wieder sehr stark die Bandstrukturen hier im Sprunggelenk, sondern fasst wirklich ans Sprunggelenk, ans Fußgelenk dran und dann zieht ihr das Bein nach hinten. Beim Dehnen ist immer wichtig, dass ihr auch tatsächlich loslasst. Wenn ich jetzt einmal am Oberschenkel den Muskel ziehe, kriegt er vielleicht Angst und denkt sich um Gottes Willen und spannt an. Was habe ich da in der Kräftigungsübung? Ich kräftige Bizeps und Oberschenkel. Also zieht an den Punkt, wo ihr die Dehnung fühlt, konzentriert euch auf den Muskel und lasst bestenfalls mit der Ausatmung los. Jetzt könnt ihr euch dabei, das finde ich selber noch angenehmer, auch so hinlegen, den Arm nach hinten weg. Und wenn die Beweglichkeit es zulässt, kann der hintere Arm auch noch dann gerne auch an die Fußspitze fassen und die Dehnung verstärken. Tief Luft holen und ausatmend gehe ich in die Dehnung und versuche in der Oberschenkelvorderseite loszulassen. Macht das mindestens 60 Sekunden und bestenfalls 2 Durchgänge. Das war es auch schon. Eine schöne, elegante Art und Weise, die Oberschenkelvorderseite zu dehnen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal on Strong and Flex TV. Bis dahin. Ciao.